Rose Fröhlich, echter Patientenfall, Aufschieberitis. Das Aufschieben von Dingen auf andere Zeitpunkte, andere Tage. Ihr Lieben, wie seht ihr das? Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Und ich erlebe es in der Praxis immer wieder. Ach nee, Frau Rose Fröhlich, die Diät, da mache ich erst in 3 Tagen. Ich fahre jetzt erstmal noch eine Woche in Urlaub. Ich mache das erst nach dem Urlaub. Ach, im Urlaub ist ja auch egal. Heute nicht, lieber morgen. Ihr Lieben, mein Eis, nee, will ich nicht essen, schiebe ich in 3 Tagen. Also, was macht ihr gegen diese Aufschieberitis? Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was so eure Erfahrung ist. Ich weiß, viele Patienten fragen immer danach, gibt es ein Medikament, kann ich da nicht was nehmen? Ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Den Aufschieberitis habe ich hier mal gefunden. Da sind so Süßigkeiten drin und hier steht Anti-Aufschieberitis. Fand ich total süß. Also hilft uns ja nicht, sondern wir müssen unser Verhalten mit dem Gehirn ändern. Und an der Stelle gibt es immer die Möglichkeit, wenn ich etwas aufschiebe, dann habe ich immer vorher ein komisches Gefühl. Das heißt, bevor die Gedankengänge die Struktur sozusagen vom Gefühl beeinflussen oder erst kommt das Gefühl und dann die Gedankengänge, da müsst ihr mal so ein bisschen gucken, was bei euch zuerst passiert. Überlegt ihr erst und auch schiebe ich mal weg, war ja schon immer so, oder kommt erst ein Gefühl des Unbehagens zum Beispiel, dass ihr dann sagt, ich schiebe es auf. Wenn man diese Aufschieberitis bekämpfen will, müsst ihr gegen das eigene komische Gefühl, was entsteht, wenn ich zum Beispiel neue Dinge umsetze, wenn ich plötzlich mein Essen ändere, wenn ich plötzlich mehr Bewegung machen will. Und ihr müsst gucken, welche Gedanken sozusagen laufen, weil die Gedankengänge an der Stelle das sind, die dann zur Handlung führen. Das heißt, wir haben eine Gefühlssituation, wir denken darüber nach und gucken und entscheiden, das geht ja häufig meistens alles in Sekundenschnelle. Und dann sozusagen in die Struktur, was haben wir sozusagen an Handlungen, was ändern wir? Und wenn wir etwas Neues ändern wollen, löst es immer erst ein komisches Gefühl aus. Deswegen rutschen so viele immer in diese Aufschieberitis. Ja? Ich kenne das selber auch. Es gibt immer Dinge, die wir alle irgendwie schieben. Von daher ist es auch ein Stück weit normal. Manchmal ist es auch gesund, etwas zu verschieben, um Zeit für andere Dinge zu haben. Aber wenn ihr das gerne umsetzen wollt und ihr merkt immer wieder, ihr bleibt hängen, schaut einfach mal auf euer Gefühl, was wird ausgelöst, wenn diese Situation stattfindet, also um die es überhaupt geht, die ihr ändern wollt, und welche Gedankengänge kreisen euch im Kopf. Das heißt, man muss einmal darüber nachdenken, was ich überhaupt denke. Das ist auch ungewohnt, weil viele da nicht reflektieren oder nicht unbedingt überlegen, was vor der Handlung, also bevor ich wieder aufschiebe oder das Neue nicht ausprobiere, davor haben wir immer ein Gefühl und Gedankengänge. So, ihr Lieben, jetzt könnt ihr überlegen, Eis essen oder nicht Eis essen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Ausprobieren und schreibt mir nochmal in die Kommentare, was ihr so über Aufschieberitis denkt. Ganz liebe Grüße und einen schönen Tag.